is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Warum kommt die Zeit der Trübsal? Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Obwohl Gottes Volk von Feinden umzingelt sein wird, die ihr verderben wollen, ist doch die Angst, unter der sie leiden, nicht eine Furcht vor Verfolgung und der Wahrheit willen. Sie befürchten vielmehr, dass sie nicht alle Sünden bereut hätten und durch irgendeinen Fehler ihrerseits die Verheißung des Heilands an ihnen nicht erfüllt werden könnte. Ich will dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen wird. Wenn sie nur die Gewissheit hätten, dass ihnen vergeben wurde, dann würden sie nicht vor Folter oder Tod zurückschrecken. Doch sollten sie sich als unwürdig erweisen und ihr Leben wegen der eigenen Charakterfehler einbüßen, dann würde Gottes heiliger Name in Verruf gebracht. Rechts und links hören sie von verräterischen Komplotten und sehen die Rebellion in Aktion. Da wächst in ihnen der starke Wunsch, die große Sehnsucht, dass Gott diesen großen Abfall beendet und die Bosheit der Bösen zu einem Ende kommt. Während sie jedoch Gott anflehen, dieser Rebellion Einheit zu gebieten, machen sie sich ernste Vorwürfe, dass sie keine Kraft mehr haben, der mächtigen Flut des Bösen zu widerstehen und sie zurückzubringen. Sie spüren, hätten sie im Dienst für Christus immer all ihre Fähigkeiten eingesetzt und wären von einer Kraft zur anderen vorangegangen, dann hätten die satanischen Streitmächte weniger Macht, gegen sie vorzugehen. Sie demütigen ihre Seelen vor Gott und verweisen auf ihre damalige Reue für die vielen Sünden. Sie berufen sich auf die Verheißung des Heilands. Es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir. Ja, Frieden mit mir. Ihr Glaube hört nicht auf, nur weil ihre Gebete nicht sofort erhört werden. Obwohl sie unter schlimmsten Ängsten, unter Schrecken und seelischer Not leiden, lassen sie in ihrer Fürbitte nicht nach. Sie klammern sich an Gottes Kraft, wie Jakob sich am Engel festklammerte. Die Sprache ihrer Seele lautet: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Die Zeit der Trübsal ist der Schmelztiegel, in dem der christusähnliche Charakter zutage tritt. Sie ist dazu da, Gottes Volk dahin zu führen, dass es sich von Satan und seinen Versuchungen lossagt. The Lord is coming. Are you